Ein Bild des Grauens und der Verwüstung bot sich nach dem Absturz einer belgischen Verkehrsmaschine bei Frankfurt. 44 Menschen kamen dabei ums Leben. Kein einziger wurde gerettet. Kurz nach dem Aufstieg vom Rhein-Main-Flughafen versagte ein Motor. Das Flugzeug stürzte fast senkrecht in das Raunheimer Waldgebiet und explodierte. In einem Umkreis von mehreren hundert Metern lagen die Trümmerteile verstreut. Jede menschliche Hilfe war vergebens. Ein Bild des Grauens und der Verwüstung bot sich nach dem Absturz einer belgischen Verkehrsmaschine bei Frankfurt. 44 Menschen kamen dabei ums Leben. Kein einziger wurde gerettet. Kurz nach dem Aufstieg vom Rhein-Main-Flughafen versagte ein Motor. Das Flugzeug stürzte fast senkrecht in das Raunheimer Waldgebiet und explodierte. In einem Umkreis von mehreren hundert Metern lagen die Trümmerteile verstreut. Jede menschliche Hilfe war vergebens.